Hallo Leute und willkommen zu GTA 4 Most Wanted. Dieses Mal habe ich einen wahren Panzer und zwar ein Hummer H1. Der Grund, warum ich dieses Teil ein Panzer nenne, ist jetzt nicht, weil er groß ist und vielleicht über 3,5 Tonnen wiegt, nein, sondern weil dieses Fahrzeug hier in diesem Spiel nicht direkten Schaden kennt. Klingt jetzt komisch, aber ich erkläre es jetzt ein bisschen genauer. Und zwar, wenn ich Straßensperren ramme, sonstiges, das Fahrzeug scheint sich nicht ganz dafür zu interessieren. Das Einzige, was ich bei dem wirklich bekommen kann, ist, dass irgendwann mal der Motor aufgibt, weil zu oft draufgeschossen worden ist. Aber ansonsten, dieses Teil wird eigentlich so ziemlich alles aushalten, was die Polizei mir entgegenwirft. Und ich muss jetzt schon irgendwie dabei grinsen, wenn ich das hier sage. Aber okay, ich werde jetzt die gute alte Bitch-Route nehmen, aber ich werde jetzt auch gucken, dass ich vielleicht diese Strecke erweitere, weil ich habe jetzt schon ein Fahrzeug, was ein bisschen stärker ist. Also wäre es jetzt doch ein bisschen mies, wenn ich doch nicht extra die mieseste Strecke aussuchen würde. Nur, ich weiß eigentlich nicht genau, was für eine ich nehmen sollte. Ich meine, definitiv, diese Brücke muss sein. Aber ich glaube, ich werde diesen Part hier überspringen. Ich glaube, ich werde sogar so machen, dass ich die hier verwenden werde, hier rüberfahren werde und dann hier irgendwie durch die Stadt, damit ich bei diesem Tunnel hier rauskomme und hier unten dann irgendwann mal ankomme. Und zwar das Alderney-Staatsgefängnis. Ist zwar jetzt ein bisschen ein längerer Weg, aber ehrlich gesagt, ich sollte eigentlich nicht wirklich auf Probleme treffen. Dementsprechend ja. Warum nicht? 3, 2, 1, 0. Heilige Scheiße. Ich muss irgendwie zugeben, selbst damals, als ich so einen richtig schlechten PC hatte und mir trotzdem Mods draufknallen musste auf GTA 4, war das einer immer der Hauptfahrzeuge, die ich mir geholt habe. Ach du heilige Scheiße. Weil es gerade zu viel aussieht. Hey Kollegen, ich habe auch eine G36. Ist das nicht wunderschön? Oh. Ich hätte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass ich so schnell krepiere, aber warum nicht? Anscheinend musste das jetzt erstmal mit dem Crash ersetzt werden. Ich komme gleich wieder. So Leute, willkommen zurück. Ich habe jetzt wieder die Polizei aktiviert und ich hoffe jetzt vor allen Dingen nicht, dass ich nochmal auf so ein Scheißding drauf war beim besten Willen. Ich meine, sag mal, was ist denn das? Ja komm, rammt mich und guckt, was es euch bringt. Ach du heilige Scheiße. Und durch. Nein! Nein! Oh Gott. Jetzt knall ich aus der Windschutzscheibe raus. Leute, ich habe beim besten Willen nicht gedacht, dass es jetzt so ein Arschkrampf wird. Aber okay, hey, ich stehe irgendwie drauf. So, jetzt lassen wir das hier deaktivieren. Hallo Kollegen, wie geht's uns so? Ich bock mir mal ganz kurz hier diesen gelben H1 aus. Das wird bestimmt hier nichts ausmachen. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde sogar jetzt ein bisschen hier in First Person fahren. Naja, hoffentlich stört es euch nicht, aber ehrlich gesagt, ich habe irgendwie gerade Bock darauf. So, und jetzt mache ich es mal ganz einfach, weil jetzt einfach darüber zu fahren, das muss ich euch jetzt nicht wirklich antun, zu Waypoint und dann hier Teleporting. Teleport to Waypoint. Sehr gut. Ja, es geht schon ein bisschen weiter nach unten. Ja, ich bin mir sicher, dass das Fahrzeug gut vertragen hat. Aber okay, jetzt nochmal neu positionieren und dann nochmal den Countdown runter. Heilige Scheiße, beim besten Willen. So, jetzt erst mir. Set Freeze, Wanted Level. 3, 2, 1, 0. Ah, komisch, ich hab gedacht, ausgerechnet jetzt will der Typ dann losfahren. Als ich dann losfahre, versteht sich. Könntest du mal ganz kurz mit deinem... Ja, jetzt mit deinem Impala, das wäre echt nicht schlecht. Danke, so nett von euch. Ich wollte schon sagen, bitte nicht noch eine X5, weil den kann ich jetzt nicht einfach so drüber fahren wie bei dem Impala oder Dodge Aspen. Das wäre ein bisschen schwieriger geworden. So, und ich werde jetzt erstmal umschalten. Ich brauche irgendwas Hartes. Liberty Rock Radio, komm schon. Fuck off. Hab keinen Bock jetzt nochmal rauszuknallen. La. Ach du Scheiße. Ah! Was zum Teufel? Oh, deswegen ist er nicht gefahren. Nein, das wollte ich nicht machen. Gott. Wisst ihr, Leute, ich glaube, ich werde jetzt sogar wieder die normale Route hier nehmen, weil beim besten Willen, ich glaube, ich werde es nicht überleben. Aus irgendeinem Grund verrecke ich so schnell.
Okay, jetzt bei der Straßensperre kann ich es verstehen, weil ich werde jetzt wahrscheinlich ein paar Kugeln abbekommen haben, aber ansonsten. Ja, ich weiß nicht ganz. Naja, ich werde jetzt einfach von hier starten. Es tut mir auch erstmal leid. Ich würde wirklich gerne weiter versuchen, durch diese Straßensperre da durchzukommen, aber ich glaube, das ist erstmal vergebens. Ah, da ist schon wieder die erste Patrouille. Hey, Police! Ach du Scheiße! Ja, schön mich noch am Dach erwischen, ihr dreckigen Dackel! Fahr! Fahr! Oh Gott, dass ich lebe. Gleich dann einem Wunder. Ich hab nichts gesagt. Also, wisst ihr Leute, als ich heute mir so überlegt habe, ich hatte eigentlich irgendwie Bock, den H1 mal zu nehmen, habe ich mir nicht gleich automatisch gedacht, ja, ich werde definitiv oft erschossen. Nein, ich habe mir eigentlich gedacht, ich muss mir sogar eigentlich eine bisschen längere Route mal überlegen. Auch wenn ich jetzt am Ende ein bisschen eher improvisiert habe. Schon wieder! Sag mal! Oh, auf jeden Fall, ich habe noch nicht mal gedacht, dass die Polizei so zu einem Arschkrampf wird. So, komm schon. Endlich mal in Gelb. Bedeutet das denn jetzt wieder, dass ich gearscht bin? Dass ich deswegen hier einen Gelben bekomme? Weil das Spiel scheint immer so freundlich zu sein, wenn ich gleich tot bin. Fuck. Komm schon, ich muss es jetzt mal nach Algonquin schaffen. Wisst ihr, Leute, das Online-Staatsgefängnis lasse ich jetzt noch als Ziel, aber ich hoffe jetzt mal, dass jetzt meine übliche Route jetzt reichen wird. Und heilige Scheiße, sind die schnell unterwegs. Gott, wie ramme ich die jetzt über... Obwohl, nein, muss ich noch nicht mal rammen. Hallo! Habe ich gerade eben wirklich Hallo gesagt, das ist... Ich gucke mir eigentlich noch nicht mal mehr Filme in Englisch an oder Serien. Es wundert mich, dass es bei mir so hängen geblieben ist. Oh, hey, Kollegen, wie geht's denn so? Das war mein Reifen. Aber hey, wer braucht eh welche? Oh, nice. Ich leb noch. Es ähnelt irgendwie einem Wunder, aber hey, scheißegal. Gott, wäre ich gearscht gewesen, wenn dann Pfeiler gewesen wäre. Heilige Mutter Gottes. So, komm schon, irgendwas anderes. Tough Gong, beim besten Willen. Komm schon. Independence, ja, bringt auch so viel. Integrity. Auch nicht. The Vibe. Ah, jetzt bin ich dann richtig. Heilige Scheiße. Ah, nein, 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 nein. Ich frag mich sowieso, warum ich eigentlich bei dem Hammer H1 lenke. Auch wenn ich dieses Teil liebe, aber wenn ich lenke, das bringt überhaupt nichts. Müsste ich schon ein bisschen stärker lenken, weil dieses Zickzack geht ein bisschen schwierig. Aber okay, Fahrzeug wurde ordentlich angeschossen, aber ich lebe noch. Ich glaube, das ist sogar ein positiver Aspekt, dass ich jetzt so tief am Boden bin. Weil dann können sie mich jetzt schwerer treffen. Hoffentlich. Aber trotzdem wünschte ich mir irgendwie, ich hätte gerade einen Van. Dann wäre jetzt vielleicht wenigstens die Seiten hier zu. Nein! Okay, okay. Alles ist so. Okay, fuck. FBI. Weg von hier. Oh, während dem Vorbeifahren haben sie mich natürlich erwischt. Diese verdammten Profis. Aber eins, was man dem Wagen schon zugute halten muss, ist, ich glaube, ich glaube, ich hätte jetzt nicht so viel überlebt, wenn ich jetzt in einem Porsche sitzen würde. Ich meine, okay, wahrscheinlich wäre ich weniger getroffen worden, aber trotzdem. Ich glaube, das Fahrzeug wäre wirklich bei der zweiten Straßensperre futsch gewesen. Ne? Ah, fuck. Nein. Tut mir das jetzt erstmal bitte nicht an. Oh, die sind auch noch so gut. Fuck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Gib Gas, Fahrzeug, bitte! Das ist über 300 PS, komm schon, die muss man doch... Fuck. Ich wollte eigentlich die Rampe da benutzen, dass ich nicht weiter getroffen werde. Aber dann das, natürlich.
Oh Mensch, Leute, ich muss wirklich zugeben, so viel Spaß hat man Most Wanted ehrlich gesagt schon seit langem nicht mehr gemacht. Dementsprechend, auch wenn es so reine Vergewaltigung ist, aber mir gefällt's gerade immer. Lalalala. So, umschalten, komm schon. Chess Nation. Aber nein. SFB auch nicht. Auch wenn es jetzt bestimmt lustig wäre, das anzulassen. Okay, 109. Warum nicht? Oh. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist ein verdammter Schluck auf. Ah, Mensch. Ich will gar nicht wissen, wie viel Versuche ich jetzt gebraucht habe, um überhaupt in so weit zu kommen. Heilige Mutter Gottes. Aber hey, ich meine, warum nicht? Warum nicht? Wo zum Teufel fährt der hin? Ha, ob sie wohl das Spiel jetzt dann gleich aufhängen wird, wenn ich zum Adonis Staatsgefängnis komme? Wer weiß. Yes! Endlich! Ich hab's geschafft! Verdammt nochmal! Leute, auch wenn sich jetzt das wahrscheinlich ein bisschen komisch anhören wird, meine Fresse. Ich hätte jetzt gedacht, ich würde jetzt noch einige Male hängen bleiben, weil hey, ein Schuss und ich bin tot. Hätte jetzt auch wirklich nicht mehr viel großartig dazu gebraucht. Okay, also Leute, das war jetzt erstmal GTA 4 Most Wanted. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Und jetzt würde ich dann erstmal sagen, bis später.